So, das haben wir. Guten Tag, wir müssten einmal Ihre Rauchmelder kontrollieren, bitte. Das ist eine neue Masche von Trickbetrügern. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Wie reagieren Sie, wenn Fremde in Ihr Haus wollen? Die Frage zu unserem ersten Thema in Düsseldorf. Ich würde erstens sowieso niemand reinlassen. Immer Klingel unten. Ich habe eine Videokamera bei mir in der Wohnung, also schau, wer da kommt. Ja, die sind raffiniert, ne? Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Und gibt ja genug, die leider dann auch drauf reinfallen oder gutgläubig sind. Opfer finden die immer, ne? Ja, einfach vorsichtiger sein. Also nicht alles glauben, was einem erzählt wird, Ausweise zeigen lassen oder halt bei den Stadtwerken bei der Polizei anrufen, gerade ältere Menschen. Ich erlebe das im Umkreis immer mehr, dass viele Nachbarn schon überfallen worden sind. Ja, da hat schon mal welche geklingelt, aber ich reagiere da nicht drauf. Und dann, man muss natürlich aufpassen, dass man den Fußweg dazwischen hat oder so, weil die sind ja ziemlich dreist. Ne? Also ich weiß, also in der Nachbarschaft, einige Leute, die machen die Wohnungstür überhaupt nicht mehr auf. Denen fallen ja immer neue Tricks ein. Ich sage immer schon, wenn diese kriminelle Energie für was Sinnvolles gebündelt würde, da wären wir vielleicht schon viel weiter. Viel weiter bei der Theorie. Und damit starten wir mit diesem Thema in die neue Drehscheibenwoche. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, der Trick, der ist wirklich gut durchdacht, denn in fast allen Bundesländern sind Rauchmelder mittlerweile Pflicht. Und so liegt eine Kontrolle ja auch nah. Doch einmal im Haus oder in der Wohnung, da haben die falschen Handwerker freie Bahn. In verschiedenen Bundesländern haben sie so bereits mehrfach Schmuck und Geld gestohlen. Bitte? Schönen guten Tag, wir sind die Rauchmelder-Kontrolleure. Dann kommen Sie mal rein. Rauchmelderpflicht seit Jahresbeginn in fast allen Bundesländern. Trickdiebe nutzen das, um sich als Monteure oder Kontrolleure Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Solche Fälle sind unter anderem aus Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, dass wir im Januar für die Region Hannover, das heißt die Stadt und das Umland Hannover, 7 Taten angezeigt bekommen haben. Unter dem Vorwand, Rauchmelder überprüfen zu müssen, versuchen sie in die Wohnung zu gelangen. In der Regel handelt es sich um 2 bis 3 Personen, die dort vorgehen. Einer verwickelt oder versucht zumindest den Geschädigten, das Opfer, in ein Gespräch zu verwickeln. Ja, dann zeigen Sie mir doch mal die anderen Räume, wo die anderen Rauchmelder hängen. Woraufhin dann die Möglichkeit für die anderen Personen besteht, die Wohnung zu durchsuchen. Und alles mitzunehmen, was irgendwie von Wert ist. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 500 Menschen durch Brände ums Leben. Die große Mehrheit stirbt aber nicht an Verbrennungen, sondern an einer Rauchvergiftung. Rauchmelder könnten viele dieser Unglücke verhindern. Das erleben wir jetzt vermehrt immer wieder, wo Rauchmelder Pflicht sind, gibt es viele Einsätze, wo wir dann auch Personen in den Wohnungen noch vorfinden und auch retten können zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt, die sonst weitaus schwierigere Verletzungen hätten sich zugezogen. Etwa 2/3 aller Brandopfer werden im Schlaf vom Feuer überrascht. Rauchmelder schützen uns insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel schlafen und die Sinne nicht so geschärft sind. Bei der ersten Rauchentwicklung schlagen die Geräte laut Alarm, sodass Hausbewohner geweckt werden und sich in Sicherheit bringen können. Dabei ist Rauchmelder nicht gleich Rauchmelder. Ein guter Rauchmelder stellt den Rauch halt sehr frühzeitig fest, denn wenn der Qualm im Raum ist, 3-mal Luft holen und es ist vorbei. Und insofern ist es wichtig, dass halt ein Rauchmelder sehr zeitig anspringt, sodass man halt auch genügend Zeit hat, das Haus zu verlassen. Es gibt sie schon für 5 Euro, Qualität aber beginnt bei etwa 25. Ich meine, es geht hier ums Leben irgendwo, ne? Da sollte man nicht wegen 10 Euro oder 5 Euro meinen, sparen zu müssen. Wenigstens einmal im Jahr sollten Rauchmelder geprüft werden. Diese Kontrolle kann jeder Wohnungsbesitzer oder Mieter selbst durchführen. Weder Feuerwehr noch Bauamt schicken irgendwelche Handwerker. Wenn man meint, dahinter stecken Betrüger oder Leute, die einen beklauen möchten, dann die Polizei über den Notruf informieren, möglichst gut beobachten und sich Beschreibungen der Personen einprägen. Da rufe ich nochmal bei der Hausverwaltung an. Warten Sie mal unten ein bisschen. Schon die Androhung einer Nachfrage schlägt häufig die falschen Kontrolleure in die Flucht.